Okay, dann machen wir weiter mit dem Thema Fashtag und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt Lina Vasong bei uns haben. Sie ist Creative Technologist, sie ist auch Fashtag-Designerin aus Berlin. Und neben ihrer kreativen Arbeit schreibt sie auch Artikel und Bücher für Verlage wie Make oder O'Reilly. Sie interessiert sich auch dafür, wie man jetzt die Ästhetik mit der Technologie vereinen kann und wie man mit Maschinen, Elektronik und Codes kreativ umgehen kann und wie man diese vielen tollen Möglichkeiten miteinander verschmelzen kann. Und sie wird uns jetzt während ihres Vortrags auch Näheres zu ihrem Design Symbiotic Dress erzählen und da freuen wir uns sehr auf Lina Vasong. Jetzt ist an, okay, super. Also hallo und ich freue mich, dass ich eingeladen wurde auf die Make Munich. In dem Sinne begrüße ich euch auch ganz herzlich und möchte euch ein bisschen mehr über meine Arbeit erzählen, wie man Elektronik und Technik ästhetisch gestalten kann, wie sich Fashion und Technik miteinander kombinieren lassen, was man für Maschinen benutzen kann, um das alles zu kombinieren. Ich werde öfters gefragt, ob ich denn jetzt einen Ingenieurshintergrund habe oder Designer bin. Und um das so ein bisschen zu erklären, was ich denn überhaupt mache, ich habe einen Ingenieurshintergrund, allerdings bin ich darüber etwas aufs Design gekommen. Ich habe angefangen, in meine Bekleidungsstücke Mikrocontroller einzubauen, um die etwas interaktiver zu machen. Und bin dann am Ende in, sage ich mal, drei Bereichen gelandet. Das eine ist der Bereich des Workshops. Ich erkläre und beschreibe gerne, wie man die Sachen weiterverwendet, benutzt. Dann, wie schon eben genannt wurde, auch als Autorin bin ich tätig. Und dann der letzte Punkt ist das Design an sich. In dem Bereich Workshop, ich zum Beispiel letztes Jahr bei der Fashion Fusion Challenge von der Deutschen Telekom die 13 Finalisten-Teams gecoacht und denen erklärt, wie sie Elektronik am besten in ihre Bekleidung reinbauen können. Die hatten ungefähr ein halbes Jahr Zeit im Fashion Tech Lab in Berlin an ihren Projekten zu arbeiten. Auch ein guter Partner von mir ist ist Make Light. Das ist eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und die unterstützen mich immer bei der Organisation von Workshops, besonders zur Unterstützung von Frauen im Ingenieurswesen, aber auch von Kindern, dass sie anfangen, sich ein bisschen mit Elektronik auseinanderzusetzen. Hier ist ein Beispiel, da haben wir eine leuchtende Kette gelötet zum Weltfrauentag. Das ist einmal das ausgedruckte Anhänger und dahinter sind dann einige LEDs, die dann auf eine Platine gelötet wurden. Und auch Hannover Impuls ist sehr gut bei der Förderung von Designerinnen und Gründerinnen dabei, um denen zu zeigen, was man alles mit Technik machen kann und wie gut sich das ins Design mit integrieren lässt. Ja, kommen wir nun zu der zweiten Spalte, das wäre die der Autorenschaft. Ich hatte vor 2 Jahren die Chance, an einem Buchprojekt mitzuarbeiten. Der Titel dieses Buches war Licht und Spaß und es ging darum, mehrere Projekte von ganz leicht bis sehr schwer aufzuführen und zu erklären, wie man mit Licht basteln kann, die Elektronikkenntnisse zu erklären. Ja, und in 2-3 Monaten wird auch ein neues Buch rauskommen. Dieses heißt Wearables und E-Textiles. Wie der Name schon sagt, es wird sich um Wearables und elektronische Textilien handeln, wie man am besten Mikrocontroller sicher in Bekleidung integrieren kann. Das wird auch im O'Reilly Verlag veröffentlicht. Und zum Schluss noch vom D-Punkt Verlag gibt es ein neues tolles Buch, das ist das Calliope Buch. Calliope ist ein kleiner Mikrocontroller, der jetzt in Schulklassen eingeführt werden soll. Der ist sehr leicht zu benutzen und zu bedienen und der Calliope-Stand ist auch hier vor Ort am Standpunkt 5 und dort könnt ihr einige der Projekte sehen, die wir für dieses Buch gebastelt haben. Ja, kommen wir nun zum letzten der drei Säulen, das wäre das Design an sich.
Dort hatte ich die Chance, bei Elektrokultur letztes Jahr als Designer in Residence zu arbeiten und habe dort meine Elektronikkenntnisse vertieft, sowie Lasercutten und 3D-Druck. Auch jetzt mit Formlabs haben wir ganz neu eine Kollaboration und werden an einigen Designs weiterarbeiten. So, ich habe euch heute eines meiner Designs mitgebracht und möchte die euch gerne am Model präsentieren. Deswegen würde ich einmal Laura bitten, auf die Bühne zu kommen. Bei diesem Design handelt es sich um das Symbiose-Stress. Und ich denke, die meisten von euch werden schon mal von einer Symbiose gehört haben. Das ist das schöne Phänomen, wenn zwei Lebewesen auf engstem Raum miteinander auskommen und im besten Fall sogar voneinander profitieren. Das haben wir hier zum Beispiel einmal, ne? Ein sehr bekanntes Symbiose ist der Clownfisch und die Seeanemone. Die Seeanemone ist giftig für die meisten Lebewesen. Der Clownfisch kann allerdings super darin leben und ist dadurch geschützt. Auf der anderen Seite versorgt er die Seeanemone mit sehr viel Nahrung. Ich habe mir dazu Gedanken gemacht und da ich ja auch einen technischen Hintergrund habe, überlegt, wie man denn ein Design gestalten könnte, was ja eine Art Symbiose mit dem Menschen eingeht. Also, dass beide voneinander profitieren oder dass der eine etwas davon profitiert. Und ganz besonders war es auch mir einfach wichtig, dass es ästhetisch ist und dass es schön aussieht. Und daraufhin habe ich dann das Symbiose Stress designed. Ich werde euch jetzt das einmal vorstellen. Ihr seht hier vorne, gibt es 5 aus dem 3D-Drucker aufgebrachte Strukturen. Hierbei handelt es sich um einen sehr hochauflösenden, feinen Print aus Nylonpuder. Und auch im Rücken haben wir einmal einen Elektronikgehäuse, wo sich dann, wie bereits gesagt, Elektronik, Sensoren und Lichter drin befinden. Und es lässt sich auch anschalten. Und die ganzen Schnittmuster sind mit einem Lasercutter ausgeschnitten. Das hat den schönen Vorteil, dass dann die Kanten direkt miteinander verschmelzen, wenn es sich um eine synthetische Faser handelt. Ich zeige euch jetzt ein Video, wie es entstanden ist. So. Ihr seht hier einmal, ganz klassisch wird noch das Schnittmuster gemacht und dann mit der Nähmaschine zusammengenäht. Dann werden die Schnittmuster auf der Puppe drapiert. Und hier gehe ich einmal gerade und so, kleine Pause. Ihr seht, im Hintergrund ist jetzt ein eingescanntes Stück. Dabei handelt es sich um vorne den Ausschnitt, den ich digitalisiert habe und dann in die Software importiert habe. Dadurch kann man dann in etwa die wissen, wie groß es ist, und es hat mir dabei geholfen, um dieses Schnittteil drumherum zu modeln, wodurch dann die Spiralen entstanden sind, die ihr vorne auch auf dem Kleid seht. Dann ging es weiter. Die Schnittteile habe ich jeweils genommen und oben ist 100%, dann runter skaliert, bis ich dann die 5 Teile hatte. Und hier seht ihr einen kleinen 3D-Drucker, mit dem ich erstmal alles zum Prototyping gedruckt habe, um die Größe in etwa einschätzen zu können. Dann wurden die Schnittteile mit dem Laserdrucker ausgeschnitten und aufgenäht. Und am Ende noch die Elektronikbox dran geschlossen. So, aber was ist jetzt an diesem Kleid genau interaktiv, beziehungsweise wie entsteht diese Symbiose zwischen dem Menschen und der Elektronik? Diese Elektronikbox, die ihr im Rücken gesehen habt, hat mehrere Umweltsensoren. Und zwar nehmen diese Umweltsensoren Werte auf, die wir Menschen nicht unbedingt ermitteln können. Es handelt sich hierbei um Temperatur oder Geschwindigkeit, Bewegung und Mikrofon ist auch mit dabei. Solange jetzt das Licht an ist, heißt es einfach, es ist so ein Atemrhythmus, dass alles in Ordnung ist. Sollte sich irgendwas dramatisch in der Umwelt verändern, was wir nicht unbedingt wahrnehmen können, gibt es uns über Tonsignale
ja, weiter, dass es nicht mehr so ganz stimmt. Und dadurch zeigt es einfach, dass es auch sehr ästhetische Wege gibt, um Elektronik und Maschinen einzusetzen. Auch Digital Manufacturing, es können komplexe Formen entstehen, die wir sonst mit der Hand nicht unbedingt machen können. Und ich denke, es ist sehr schön und auch wichtig, dass man Mode nimmt als Interface, dass man Technik etwas emotionaler gestaltet, um auch mehr und mehr einfach dran zu kriegen und sich mal mit Mikrocontrollern auseinanderzusetzen. Dankeschön. Vielen Dank. Tolles Teil. Auch vielen Dank an mein Model, Laura. Und ich bin mir sicher, da sind jetzt einige Fragen oder die Leute sind jetzt einfach platt von dieser Fülle. Aber da vielleicht sind noch einige Fragen aus dem Publikum für Lina Vasson. Ja. Hallo, ich habe das jetzt nicht richtig verstanden. Ist der Sensor nur hinten in der Sensorbox? Hat der mit dem Ausschnitt gar nichts zu tun? Der Sensor ist hinten in der Sensorbox drinne, genau. Aber der kann trotzdem die Werte ermitteln, die um ihn herum aufgezeichnet werden können. Okay, und der Ausschnitt, der ist dann halt schönes Beiwerk. Genau. Okay, cool, danke. Gerne. Noch weitere Fragen? Ich finde die Idee ziemlich gut, aber welche Software habt ihr verwendet für das Ganze? Software zum Design oder für die Elektronik? Ich würde sagen, für alles insgesamt. Für alles, okay. Also zum Design vom 3D-Druck habe ich Fusion genommen und die Schnittteile importiert, einfach eingescannt und damit Illustrator gearbeitet. Und da gibt es dann auch die Schnittstelle zum Lasercutter von Trotec, ich glaube es heißt Job Control, womit man das dann ausschneidet. Und den Mikrocontroller, das ist einer von Adafruit und der wird dann auch über Arduino, also C++ Programmiersprache programmiert. Ja, ziemlich cool. Danke. Wir haben noch Zeit für weitere Fragen. Hier vorne noch. Wie lange hat es gedauert, das zu designen? Komplett? Zwei, drei Monate, würde ich sagen. Also vom Kleidschnitt war es nicht so schwer, aber vom einfach 3D-Druck, dass man sich das vorstellt, wie es dann ineinander passt, wie es überhaupt aussieht am Ende, das hat dann einiges an Zeit in Anspruch genommen. Ja. Und nachher auch das Programmieren, wenn man das damit zuzählt. Danke. Ja. Gibt es noch Fragen an Lina Vasson? Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Präsentation dieses überaus spannenden Dresses, nicht nur dessen. Und wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Vortrag. Genau. Gut, dann noch viel Spaß euch.